Hallihallo und heute starten wir in den siebten Lauf der Daytona-Liga. Ich nehme euch wie immer mit direkt in die Startaufstellung. Im Qualifying habe ich es auf P6 nach vorne geschafft. War ich eigentlich ganz zufrieden mit. Von 22 Leuten, also konnte sich sehen lassen. Fand ich auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall glücklich und dachte mir, da könnte ich vielleicht dann gleich angreifen. Schaffe es aber nicht. Und ich habe auch noch eine kleine Überraschung. Denn hier habe ich die Kamera hingestellt, meine alte. Und habe mal die zweite Sicht gemacht. Und habe gehofft, vielleicht sieht man da ein paar Überholmanöver. Sieht man auch mal das ganze Feld hinterher. Entschuldige mich natürlich, weil ich mitten drauf gefahren bin. Hatte gehofft, da dran vorbeizugehen, aber er hat einfach auch nicht aufgemacht gehabt. Ich hatte da ein bisschen zu viel Schwung und habe ihn dann natürlich berührt. War natürlich blöd. Und ja, muss man sich mal für entschuldigen. Und dann hoffe ich, dass ich die Startphase überstehe, ohne überall anzuecken, aber das habe ich nicht geschafft. War an dem Abend eben ein bisschen unkonzentriert, was mein fahrerisches Können angeht, aber ja gut. Jeder hat mal seine schlechten Tage, aber ja, da sieht man auch direkt, so groß ist dann hinterher eine Lücke, wenn man überall anhängt. Anstatt hinten dran zu sein, ist man dann halt mal ein bisschen weiter weg. Ja, aber der vor mir hat auch arge Probleme und hat auf jeden Fall zu kämpfen, da komme ich wieder ran. Zumindest hoffe ich das. Er blockt da auch. Das ist schon. Dabei bin ich weit genug weg, also das war gar nicht nötig. Aber gut, in der Startphase weiß man das natürlich auch nicht immer so genau, wo ist jetzt der andere? Habe ich schon eine Lücke gerissen? Habe ich keine gerissen? Hat der hinter mir fahrende die Lücke vielleicht schon wieder zugefahren? Dementsprechend ja. Natürlich blockt man dann auch schon mal unnötig. Aber ist ja dann zudem in dem Moment nicht mein Verlust, weil er verliert dann den ein oder zwei Zehntel, die ich dann vielleicht wieder aufschließen kann, denn jetzt seht ihr auch, bin ich fast wieder dran. Und ja, ich hoffe, dass ich irgendwann eine Lücke finde, um dann vorbeizugehen. Da bin ich mir jetzt aber natürlich noch unschlüssig. Studiere erstmal die Linie. Wo hat er denn Probleme? Wo könnte man reingehen? Wo könnte man irgendwas ausnutzen, wo man vorher mehr Schwung holt. Ja, das guckt man natürlich, wenn man nicht permanent irgendwo anecken würde. Ich muss auch dazu sagen, hinter mir, die waren auch dran. Also war jetzt nicht, dass ich da eine riesige Lücke nach hinten gehabt hätte. Aber ja, ich versuche auf jeden Fall mein Bestes dran zu bleiben. Aber ihr seht auch da wieder, so einen kleinen Tick in der Beschleunigung fährt er halt immer weg. Da habt ihr gesehen, er ist richtig angeeckt. Ich bin hinten dran und hoffe, dass ich hier reingehen kann. Aber nein, er geht richtig eng rein. Dann ticke ich ihn natürlich auch wieder an, weil ich natürlich später, viel später hätte bremsen wollen, um vorbeizugehen. Aber hatte ich gar keine Chance und dementsprechend ticke ich ihn dann auch wieder an. War eine gute Gelegenheit, wenn er dann einen Tick weiter rechts reingefahren wäre, er erst in die Schikane und nicht da schon so eng reingegangen wäre, hätte das wohl überklappen können. Man weiß natürlich nicht, ob es dann tatsächlich geklappt hätte, aber ich war auf jeden Fall darauf vorbereitet, es auszuführen, wenn es möglich gewesen wäre, aber es war halt nicht möglich. Ich versuche auf jeden Fall weiter dran zu bleiben, die Lücken, die sich immer auftun, zuzuschließen. Und ja, wie gesagt, zu gucken, ob da irgendwo eine Lücke ist, die ich nutzen kann. Aber diese, ihr seht das auch schon, ich habe da einfach jedes Mal angeeckt. Gegen Ende des Abends habe ich es dann einigermaßen hingekriegt, aber das Kart, was ich hatte, war wirklich, also es war eigentlich schnell, aber es hat so viel durchdrehende Räder gehabt hinten. Also es hatte eigentlich zu viel Power für die Abnutzung der Reifen. Und ja, ich bin eigentlich durch jede Kurve gerutscht.
Und ich rutsche eigentlich nicht. Also meistens, wenn irgendeiner sagt, oh, heute ist rutschig, weil die Hinterachse rutscht wie Sau, dann sage ich immer, ja gut, dann musst du deinen Fahrstil ändern und langsamer in die Kurve fahren. Habe ich hier auch versucht, hat aber da auch überhaupt gar nicht funktioniert. Also dieses erste Kart des Abends war für mich wirklich anstrengend, weil ich unglaublich sensibel in die Kurve fahren musste. Sobald man auch nur einen Tick zu spät gebremst hat oder auch einen Tick zu früh Gas gegeben hat, stand man einfach quer. Ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung des Abends für mich. Ich hatte nur gehofft, dass das nicht zu extrem wird. Ich bin sogar, und das mache ich tatsächlich nie, mit dem Sitz eine Raste nach hinten gegangen. Also eigentlich sitze ich immer ganz vorne, weil kurze Arme, kurze Beine, ne? Aber so eine Raste nach hinten ist so das Maximale, was ich machen kann. Und das habe ich dann gemacht, damit ich ein bisschen mehr Grip auf der Hinterachse habe. Aber auch das war, es hat ein bisschen geholfen, also wirklich ein kleines bisschen hat es da geholfen. Dann kam ich so einigermaßen durchs Rennen, aber ja, für mich ungewohnt, auch dann die Position halt mit durchgestreckten Armen und Beinen. Ja, ganz so extrem war es nicht, aber es hatte sich auf jeden Fall so angefühlt. Dann ist natürlich das Gefühl beim Einlenken auch ein anderes, weil man ja den Winkel auch anders hat und ja, musste man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ihr seht, ich schließe wieder auf, putze ich immer mal wieder eine Lücke auf und dann ja, komme ich aber wieder ran. Also er vor mir hat auf jeden Fall auch Probleme mit den Reifen, gehe ich mal von aus. Er rutscht da auch ziemlich hin und her. Ja, und das Katz-und-Maus-Spiel zwischen uns beiden geht auch, glaube ich, noch so ein, zwei Runden weiter. Da bin ich eigentlich wieder dran, weil er sich völlig verbremst und quer steht. Dann bin ich jetzt bis auf eine Kartlänge wieder rangefahren. Und ja, bin zu dem Zeitpunkt auch noch völlig auf den vor mir Fahrenden fokussiert, weil die beiden da vorne, seht ihr ja, sind weit, eigentlich weit genug weg und außerhalb meiner Konkurrenz. Und wenn ich diese Kurve noch irgendwann mal hinkriege, würde ich mich freuen an dem Abend, glaube ich. Ja, das ist natürlich dann auch wieder sehr kontraproduktiv, weil das alles Vollgas ist. Und also da ist die Lücke auch direkt wieder riesig groß. Aber ich komme halt auch immer wieder ran. Und ja. War dann auch immer in der Überlegung, was mache ich denn jetzt? Nach hinten hin sind halt, sieht man ja da rechts vorne, sind auch noch viele Leute gar nicht in der Box gewesen. 8 Minuten des Rennens ist rum, aber viele waren halt immer noch nicht in der Box. Das heißt, wenn ich jetzt in die Box gehe, würde ich halt hinter denen rauskommen, und müsste die dann überholen und die will mir Zeit kosten. Also, was mache ich jetzt? Bleibe ich draußen oder bleibe ich nicht draußen? Man hätte natürlich durch einen guten Boxenstopp dann eventuell versuchen können, an ihm vorbeizugehen. Ob ich das geschafft hätte oder nicht, ist natürlich immer die Frage, ob man wirklich dann nicht im Pulk rauskommt. Aber wie ihr seht, ja, ich bin hier auch schon wieder dran. Also, ja, ich brauche immer die komplette Bahn 1 bis hierhin ungefähr, um wieder dran zu sein. Dann mache ich wieder die Riesenfehler und er ist wieder komplett weg. Und ja, jetzt ist aber da vorne die beiden sind für mich der Schlüssel, weil da seht ihr jetzt ein Überholmanöver. Und auf einmal sind die gar nicht mehr so weit weg. Und ja, die kämpften da ordentlich. Und jetzt habe ich mir das angeguckt und überlegt, ja, wenn die jetzt so schnell wieder an uns rankommen, könnten die eventuell uns aufhalten oder die hören jetzt auf zu kämpfen und fahren weiter weg. Das habe ich jetzt erstmal ein bisschen beobachtet, weil manchmal klärt sich sowas ja dann über ein Überholmanöver und dann ist das gut. Aber sah für mich nicht so aus und ja, wir kamen sehr schnell sehr nah ran. Ja, und dann dachte ich mir, gut, jetzt müsste ich dann gucken, ob der vor mir in die Box fährt oder nicht. Also,
Jetzt ist natürlich die Frage, was ist schlimmer? Die Leute, die noch nicht in der Box waren, vor sich zu haben oder von denen aufgehalten zu werden? Ich dachte mir, mach das Gegenteil von dem, was er tut, weil ansonsten eine Chance habe ich nicht, wenn die beiden ihn aufhalten und mich aufhalten. In einem Viererpool kann man nicht überholen. Das funktioniert nicht, also bin ich in die Box rein, weil er weitergefahren ist. Und ich dachte mir, gut, dann wird er von den beiden aufgehalten, wenn die da ordentlich kämpfen. Und natürlich musste für diesen Plan auch alle weiter draußen bleiben. Durch den Boxenstopp bin ich jetzt auf P11 nach hinten gefallen. Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und da seht ihr nochmal die andere Sicht. Da war Position 1 und 2, die im Kampf waren. Hier kommen 3, 4 und 5. Dahinter, der direkt hinter mir war. Und ich falle natürlich jetzt durch den Boxenstopp weiter nach hinten. Aber ihr seht wirklich, die sind aufgeschlossen. Der vor mir fahrende war, ist aufgeschlossen. Und ja, ich komme hinter ihm hier raus und bin auf P11 zurückgefallen. Und ja, jetzt geht es natürlich darum, vernünftig zu fahren, ohne ständig jede Ecke mitzunehmen, damit die Taktik aufgeht. Und natürlich, dass die beiden Kampfhähne auch weiterhin draußen bleiben, damit die alle aufhalten. Der Plan ist von vielen Faktoren abhängig. Und zwar nicht nur von meinem Können. Also ist natürlich schwierig, kann natürlich sein, dass die sich dann auflösen, dass der eine wegfährt, dass der nächste irgendwie im Kampf ist oder was auch immer. Man kann es natürlich vorher nicht wissen. Aber ja, gut. Ich dachte mir, gehe das Risiko ein und ja, versuch dein Bestes, damit du weiter vorne bleibst. Da seht ihr auch, er steht komplett quer da. Und jetzt bin ich auch bis auf eine Gradlänge wieder dran. Wenn ich mich irgendwo andütsche. Und hier denke ich, geht er raus. Und ich könnte innen reingehen, weil ich dachte, er hätte mich gesehen und wollte mich vorbeilassen. Hat er anscheinend nicht, aber es sah im ersten Moment so aus. Deswegen habe ich aber Gott sei Dank noch rechtzeitig gebremst. Er hat mich aber auch gesehen und hat aufgemacht. Und das war halt für mich ganz gut. Seht ihr, da links kommt einer der beiden Kampfhähne raus. Wir haben anscheinend so lange gekämpft, oder er wurde abgestellt, ich weiß nicht, ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich war ja in der Box. Aber auf jeden Fall kam er hinter mir raus, also habe ich auf jeden Fall schon mal einen Platz gewonnen, was für mich ganz gut war. Also die eine Taktik ist auf jeden Fall aufgegangen. Ob es dann hinterher auch für die anderen Plätze reicht, weil hinter mir war ja auch der Tommy. Und der kann natürlich auch vielleicht mit das Überholmanöver an mir vorbeigegangen sein. Vorbeigegangen sein. Dann ist er natürlich schwierig. Dann hat man zwar einen Platz gewonnen jetzt durch den einen, aber dann den Platz verloren gegen Tommy. Wäre man wieder bei plus minus null. Aber ja gut, wir schauen mal, was in den nächsten ja, 7, 8 Minuten passiert. Und ich fahre auf jeden Fall weiter meinen Stiefel und hoffe natürlich, dass jetzt die vor mir fahrenden, die noch nicht in der Box waren, in die Box gehen, weit im Voraus, sodass ich nicht aufgehalten werde oder nicht gezwungen bin, die auch zu überholen. Die beiden vor mir, da komme ich auch relativ schnell ran. Die sind nicht in dem direkten Kampf, aber die sind jetzt auch nicht, ja, dass die frei fahren. Und ich weiß auch, dass irgendwann, glaube ich, dass ich einen in der Boxengasse überhole oder über die Boxengasse überhole. Dann weiß ich gar nicht, ob ich das mitgekriegt habe oder ob das im Video, ob man das sieht. Deswegen also nicht wundern, falls mal irgendwann anstatt P9 P7 da steht. Weil P8 und P7 wurden dann gleichzeitig in der Box geholt. Ja, manchmal sieht man ja die Leute in der Boxengasse auf der Kamera gar nicht. Weiß ich natürlich im Kart kann ich die sehen. Aber die Kamera fängt das natürlich alles nicht immer ein, was ich mit meinem bloßen Auge sehe. So, und jetzt hoffe ich natürlich. Was macht ihr vorne da? Ich komme immer näher ran. Könnt ihr mich sehen? Seht ihr, dass ich komme?
Und ihr wisst, so lange kann das Rennen auch nicht mehr gehen. Ja, gut. Im Kart hat man natürlich auch immer ein anderes Zeitgefühl. In manchen Rennen denke ich, sind wir jetzt immer noch nicht 10 Minuten fertig. Die müssen doch schon längst rum sein, die 10 Minuten. Und in anderen Rennen denke ich, ach, sind schon 45 Minuten rum? Das kann doch gar nicht sein. Ja, ist halt manchmal so tagesformabhängig. Kartabhängig finde ich auch immer, wenn man ein Kart hat, mit dem man gut klarkommt, mit dem man einfach konstante Rundenzeiten fahren kann, gehen Zeiten auch wesentlich schneller rum. Und hier seht ihr, fährt der eine rein und einer ist auch noch in der Boxengasse. Deswegen jetzt P7. Und ja, vor mir ist dann jetzt noch einer rausgekommen und das ist derjenige, den ich direkt vor mir hatte die ganze Zeit. Und ja, er hat wesentlich mehr Abstand rausgefahren als ich. Also dieses Überholmanöver hat schon einiges gekostet. Und ja, er wurde anscheinend gar nicht aufgehalten. Also gegen ihn habe ich auf jeden Fall keinen Platz gewonnen. Hat mir also gar nichts gebracht, frühzeitig in die Box zu gehen. Die Überlegung war eine gute, weil er hätte natürlich, wenn jetzt der andere nicht in die Box gegangen wäre, ordentlich aufgehalten werden können. Wenn die noch eine Runde weiter irgendwie gekämpft hätten und er dann gesagt, oh, jetzt werde ich aber aufgehalten von den beiden Kampfhähnen, gehe ich jetzt eine Runde später in die Box, hätte ja sein können, dass er hinter mir rauskommt. Ist jetzt leider nicht so, aber ja gut, habe ich ja auch nichts verloren durch. Ich hoffte nur, dass Tommy nicht auch so viel Vorsprung rausfahren konnte. Und gleichzeitig hoffte ich, bitte geh in die Box, bitte geh in die Box. Ja, man weiß natürlich nicht, manche bleiben draußen bis zur letzten Runde und gehen dann erst in die Box. Ja, mache ich eher selten. Wenn ich das irgendwie verpennt habe, mache ich das, aber meistens nutze ich meinen Boxenstopp schon taktisch und er geht Gott sei Dank rein. Ich habe wieder freie Fahrt und da seht ihr links Tommy, der direkt hinter mir war und er kommt auch direkt hinter mir raus und dann seht ihr jetzt gleich auch mit der Einstellung, wie eng es ist. Da ist der Erste, der schon noch nicht in der Box war. Dann kommt jetzt gleich der Zweite, der war schon in der Box. Und dann kommt jetzt der Drittplatzierte, der Viertplatzierte, ich und Tommy, der aus der Box kommt und derjenige, der vorhin hinter mir rausgekommen ist, der gekämpft hatte. Ich habe da mal gesehen, wie eng das war. Er ist tatsächlich direkt hinter mir raus und da der Nico hinter mir eine Lücke zu mir hatte, konnte Tommy sich da reinsetzen. Jetzt drehe ich mich herum und denke mir, das war knapp, aber hat funktioniert. War auch so, deute auch die Kampflinie an, weil ich weiß ja auch nicht, wie gut die beiden da, ob die beiden gut zusammenarbeiten und nicht kämpfen oder ob Nico versucht, da Tommy zu überholen. Ja, weiß man natürlich nicht. Jetzt versuche ich möglichst in Position 5, weil ich habe ja einen Platz gewonnen, ins Ziel zu fahren und versuche in den letzten Runden nicht überholt zu werden. Da ist mir dann natürlich auch der Platz nach vorne hin. Ja, die Zeiten sind egal und nach vorne hin ist die Lücke viel zu groß, um den in den letzten 2-3 Runden noch irgendwie einzuholen. Deswegen war jetzt volle volle Konzentration oder voller Fokus so auf den Platzerhalt und dann wird die Linie auch schon mal enger, ne? Ein bisschen Kampflinie auch, damit da keine Lücke entsteht und dass man da reinfährt. Weil der Nico hat mich, glaube ich, auch das Video, wo ich in der ersten Runde einen Fehler machte, da hat der Nico auch diesen Fehler sofort ausgenutzt. Also ich weiß ja nicht, was hinten abgeht. Hat der Nico den Tommy schon überholt oder ist der Tommy immer noch vorne? Und wenn eine Lücke da ist, sticht dann vielleicht einer rein. Deswegen fahre ich auch hier ein bisschen weiter links. Biege auch ein bisschen früher ab. Ist natürlich kontraproduktiv für die Rundenzeiten, aber die waren ja in dem Moment egal. Und ihr seht, es ist gerade auf P4 umgesprungen, als wir an der Box vorbeigefahren sind. Ja, genau das ist passiert, nämlich der zweite Kampffahrer musste zweimal in die Box. Und weil der hat irgendwas falsch gemacht und dementsprechend musste er nochmal in die Box fahren und kam dementsprechend auch hinter mir raus. Glück für mich, definitiv. Hab zwei Plätze gewonnen. Und ja,
würde sagen, war ein guter Abschluss. Hab jetzt noch so zwei Runden Kampf vor mir. Aber halte ich die Position jetzt diese zwei Runden noch? Schaffe ich das? Das ist die Frage. Aber ja gut, komm, ich nehme es vorweg. Natürlich halte ich die Position. Was auch sonst. Wäre ja langweilig, wenn ich noch in der letzten Runde einen Platz verliere. Aber ich kann euch eins versprechen, Lauf 2 hat ein bisschen mehr Action. Also zumindest mit mir auf der Strecke und ich überhole nicht alle irgendwie über die Box. Das ist auf jeden Fall so. So, und ich werde auf jeden Fall jetzt euch die letzte Runde nochmal ohne Kommentar genießen lassen. Guckt euch auch den zweiten Lauf des Abends an und da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Action und wir sehen uns.